Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Gameplay-Commentary hier in meinem Kanal. Heute endlich mal Homefront. Ich habe den Singleplayer durch und wir spielen jetzt hier Multiplayer. Es ist nicht meine erste Runde, aber es ist meine zweite Runde und es ist ein Live-Gameplay-Commentary. Entschuldigt deshalb, dass ich natürlich ab und zu auch anders sprechen werde, mich anders verhalten werde und gerade feststelle, dass ich nicht sprinten kann. Das finde ich schon mal sehr cool. Ja, so ist das, wenn man live spielt. Und jetzt gucken wir mal, woran es liegt. Sprinten ist Space, das ist natürlich schon mal völliger Blödsinn, das legen wir mal darauf. Und, ach, springen steht da. Ach so, sprinten ist hier, würde ich, und geduckt gehen, machen wir mal, hier links umschalten. Nee, das hatten wir da, deshalb machen wir es hier. So, und jetzt müsste es eigentlich, ja, jetzt geht's los. Ja, grafikmäßig finde ich es eigentlich ganz nice. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher vom Max FPS ein Video gesehen zu Homefront und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, tatsächlich die Grafik auf den Konsolen ist ja deutlich schlechter. Ich spiele jetzt hier auf 1280x720, denn ich muss ja, oh, ich bin schwer angefangen, denn ich muss ja zum Aufnehmen etwas an, an Videogröße einsparen, was ganz einfach daran liegt. Ich habe ja nun mal kein DSL 16.000, ich werde mal sehen, bei uns wurde jetzt ein neuer Anschluss gelegt, oder wird jetzt, Mist. Und dann werde ich mal sehen, vielleicht kann ich dementsprechend dann aufrüsten. Ja, ich gehe jetzt hier total unbefleckt rein, das heißt, ich habe zwar eine Runde schon mal gespielt, um zu sehen, mit welchen Einstellungen ich spielen kann. Denn ich wollte jetzt nicht, dass es dann ruckelt und ich nur in den Einstellungen rumfummel. Nur habe ich schon einmal in den Einstellungen rumgefummelt, was mich ziemlich anpisst. Weil, ja, das wollte ich eigentlich total verhindern. Aber es ist jetzt ein Live-Gameplay-Commentary. Ich werde es aber wieder umstellen auf ein normales Gameplay-Commentary. Denn Live-Gameplay-Commentaries sind ja auch relativ schwierig. Und ich möchte ja auch immer ein Thema haben und nicht nebenbei quatschen. Deshalb, ich teste jetzt einfach mal ein Live-Gameplay. Oh, der spawnt direkt vor mir. Das ist ja auch cool. Spawnfehler, was sagt uns das? Ja, ich hatte gestern diese eine Runde, wie schon erwähnt, die war relativ kurz und ich glaube, die ging nur 4 Minuten, das Spiel war schon fast zu Ende und ich hatte dennoch noch vergessen, mein Mikrofon anzustellen, also eigentlich wollte ich es auch als Live-Gameplay-Commentary und schon wieder Spawnfehler, Alter, ist ja hart. So, und den holen wir uns, denke ich mal. Alter, was ist denn das für ein Spawn-System? Das ist ja nicht normal. Oh Gott. Zum Singleplayer sage ich jetzt noch nichts. Das kommt, wenn ich LBK-TV mache, beziehungsweise in einem Gameplay werde ich darauf genauer nochmal eingehen. Vielleicht zeige ich auch einige Spielszenen aus dem Singleplayer, denn ich möchte jetzt hier in meinem ersten Live-Gameplay-Commentary noch nichts dazu sagen. Das Einzige, wie gesagt, die Grafik ist nicht so schlimm, wie immer gesagt wird. Die Grafik ist sogar relativ cool. Ja, gut. Man muss immer bedenken, es ist die Unreal Engine. Die hat ja nun schon ein paar Tage auf dem Buckel. Und dafür ist das Spiel einwandfrei. Also kann ich nicht meckern. Wirklich nicht. Ich finde es voll okay. Bisher muss ich sagen, mir gefällt es auch gameplay-technisch nicht schlecht. Es ist. Die Map-Größe ist wohl so wie bei Battlefield. Also die Maps sind auch sehr wie Battlefield irgendwie gestaltet, finde ich. Aber. Und es spielt sich eher wie ein Call of Duty. Ja, der Vergleich muss sein, denn bei dem Spiel bietet es sich ja an. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich mag diese Vergleiche nicht, wenn sie ständig nur zwischen COD und Battlefield und dann dem jeweiligen Spiel, was gerade raus ist, gemacht werden. Aber in dem Fall passt es. Worauf ich mich ja bezogen habe, ist, wenn man denn zum Beispiel ein Autorennspiel oder ein sowas wie Minecraft mit COD vergleicht. Das finde ich dann schon relativ witzig. Sag mal, ist hier auch noch irgendwo einer, oder? Ja, und dann, ja, ist klar. Ja, das, komm, lauf rein in die Nate. Idiot. Oh Gott. So, kann ich spielen mal was anderes. PWS. Ach, das sind nicht die. Das ist die Spectre aus COD oder so. Also, ich bin mir nicht sicher, aber. So wie sie klingt. Ich finde den Sound allgemein nicht schlecht. Was ist das? Sind da jetzt Gegner, oder? Was ist denn das? Oh, das ist ja nice. Was ist das? Team, ist das irgendwie so eine Abschusserie oder was? Ach, da hat bestimmt einer Drohne. Das wird sein. Ja, ihr seht, momentan gehe ich wirklich noch ins Game rein, ohne überhaupt irgendeine Ahnung zu haben. Und dementsprechend sage ich auch noch keine Wertung zum Spiel. Damals in Crysis habe ich es ja gemacht. Ersteinschätzung, gut, das könnte ich jetzt machen. Ersteinschätzung ist, wie gesagt, es spielt sich schnell wie COD und die Maps sind so... Ach! Oh,
und sind so wie im Battlefield. Das finde ich eigentlich jetzt eine relativ gute Kombination. Ja, genau, schön kriegt da unten rum, so lieben was. Camper for the win. Ich habe auch schon gehört, es soll wohl schon Cheater geben. Also mittlerweile verstehe ich das gar nicht mehr. Egal welches Spiel rauskommt, es muss immer Cheater geben. Wir wissen es in Modern Warfare 2, was ja, ups, war es ja ganz schlimm. Ich dachte, dass die Cheater daraus auch gelernt haben und, was heißt die Cheater, die lernen nicht draußen? Nee, das ist Quatsch. Sondern dass es gibt. Oh Mann, ey. Es gibt so ein paar Leute, die, ja, ich sag jetzt mal Mitläufer sind und dass die vielleicht auch dementsprechend davon abkommen und dementsprechend die Cheater vielleicht oder die Cheats erstellen, vielleicht etwas zurückziehen und da mit dem Scheiß ein bisschen aufhören. Sehr schön, die ist down. Also ganz ehrlich, wenn die Drohne schießt, hört sich an wie Silvesterknaller. Das ist richtig schlimm. Nee, das ist wirklich so. Also richtig schlimm. Also das ist für mich keine Rakete. Also ich meine eine Rakete auf militärischer Basis, sondern für mich ist das, für mich ist. Oh ja, nice, jetzt wieder dieses Gucken. Für mich ist das eigentlich nur ein Silvester. Ja, durch die Wand kann man nicht schießen. Und das Spiel ist schon vorbei. Ja, Ende der Runde. Und alle sind gemutet. Oder haben sich gemutet? Keine Ahnung. Negative Stats. Oh. Okay, es war nur ein erstes Gameplay. Seht's mir mal nach und ja, das war's erstmal und dann sehen wir uns demnächst wieder und ab jetzt mit normalen Gameplays. Das bedeutet ohne dieses Live-Gameplay kommentieren, das heißt ohne dieses ganze Gestotter, was ich jetzt hier gemacht habe, ohne Punkt und Komma, ohne Thema. Ich habe ab jetzt natürlich dann wieder Themen und kann euch live, oder nicht live, sondern kann euch Bericht erstatten aus Homefront. Aber natürlich kommen auch Black Ops Videos weiterhin und Crysis 2, wenn es dann raus ist. Und bis dahin, Tschüssikowski, euer LPK, beziehungsweise ja jetzt euer Philipp.